Leute, es ist passiert. Ich habe es ja schon in meinem 1.16 Review ein bisschen vorhergesagt, predicted, und es ist wirklich passiert. Man kann ab sofort auch Minecraft-Emotes für Echtgeld kaufen. Anfangs haben wir ja schon ein paar kostenlose freigeschaltet bekommen und man konnte sich auch noch schon so welche freischalten durch irgendwelche Erfolge, aber jetzt kann man sich auch im Minecraft Skin Editor Emotes für Echtgeld kaufen. Für mich persönlich kann ich mit den Emotes nicht sehr viel anfangen, aber ich hatte ja schon gesagt, wer glücklich damit ist, kann ihr natürlich gerne nutzen, aber ich persönlich halte da jetzt nicht so viel. Und erst recht halte ich nicht so viel davon, wenn man Minecraft-Emotes anbietet für 6 Euro. Ja Leute, ihr habt richtig gehört. Ihr bekommt ein Minecraft-Emote für 6 Euro. Ich meine, ist ja nicht so, dass das vollwertige Spiel auf dem Handy selber gerade mal 2 Euro mehr kostet. Ernsthaft, die Pocket Edition kostet auf dem Handy 8 Euro. Und ein Emote hier kostet 6 Euro. Wie gesagt, dass Emotes für Echtgeld kommen werden, das konnte ich eigentlich schon vorhersehen. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht so viel. Aber ich bin auch eher davon ausgegangen, dass die dann vielleicht 2 Euro, maximal sogar vielleicht 4 Euro kosten würden. Aber 6 Euro, eieiei, das ist echt verdammt teuer. Ich meine, klar, jetzt hier die grünen 4 Euro, aber trotzdem 4 Euro, 6 Euro. Für Emotes, Leute, für ein Emote. Ist es euch das wirklich wert? Schaut euch das mal an. Ich meine, wollt ihr wirklich 6 Euro ausgeben, um 3 Sekunden einen Breakdance in Minecraft machen zu können? Dafür wollt ihr 6 Euro ausgeben? Das kann mir doch keiner erzählen, oder? Versteht mich nicht falsch. Ich verurteile jetzt keinen, der sich irgendwie vorhat, die Emotes zu kaufen. Jeder kann das tun, wenn er meint, er hat noch Geld übrig. Aber ich persönlich möchte das Ganze nicht wirklich unterstützen. Hätten die Emotes jetzt noch 2 Euro oder so gekostet, okay, hätte ich mir vielleicht mal ein, zwei gekauft. Aber 6 Euro ist wirklich komplett übertrieben. Übrigens natürlich nur zu vorverzwicken, versteht sich. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe auch schon das ein oder andere Kleidungsstück gekauft. Aber das ist trotzdem nochmal echt ein kompletter Unterschied, für so ein Emote hier 6 Euro zu verlangen. Nochmal, ihr bekommt für 8 Euro das vollwertige Spiel auf dem Handy und könnt euch dann nochmal fast dasselbe Spiel komplett neu kaufen. Also vom Preis jetzt mal gesehen. Ich finde es einfach nur schade, dass Minecraft im Moment diesen Weg einschlägt, weil das echt einfach nicht so toll ist. Aber was haltet ihr von den Emotes? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Findet ihr das Ganze gut oder denkt ihr, das ist komplett übertrieben und viel zu teuer? Lasst es mich gern wissen und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.